Guten Abend, meine Damen und Herren. Ah, einen schönen guten Tag, ihr kleinen Märchenfreunde. Da freue ich mich aber, dass ihr wieder einmal so zahlreich erschienen seid. Ihr sollt es auch nicht bereuen, denn ich werde euch heute ein Märchen erzählen, das viele von euch bisher weder gehört noch gelesen haben. Ihr kennt ja alle viele Märchen, sodass ich eigentlich, ohne eine lange Vorrede zu halten, mit meinem Märchen anfangen könnte. Ich will euch auch gar nicht vorher verraten, was es in meiner Geschichte mit dem Feuer, dem Wasser und den Posaunen auf sich hat, liebe Kinder. Das werdet ihr ja gleich sehen. Aber unter euch sitzen doch auch Jüngere. Und denen vor allem möchte ich noch etwas sagen, ehe ich anfange. Die Älteren unter euch werden mir das doch hoffentlich nicht übel nehmen, nicht wahr? Also fürchtet euch nicht, wenn es in meinem Märchen auch hässliche Gestalten gibt. Denkt einfach, wenn ihr solche Bösewichte seht, das ist ja nur ein Märchen. Ja.